Nice, dass du reinschaust zur Folge 5 zum Platin-Guide zu Ghost Runner! Ja, und die heutige Folge starten wir hier einmal direkt mit einem Bossfight. Und zwar müssen wir jetzt einmal gegen Hell antreten, die wir ja schon im letzten Video mal ganz kurz gesehen haben. Und hier ist es ganz wichtig, dass du dir einmal merkst, wie die Muster von ihr sind, also sprich die Angriffsmuster. Du musst nämlich ihre Angriffe erstmal blocken. Und das Ganze dreimal hintereinander und sie dann auch noch jeweils nach dem Blocken einmal schlagen. Gucken jetzt mal hier, ob es vielleicht 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zack. Und du merkst, du schlägst oder du blockst dreimal. Und dann musst du eine kurze Pause machen und beim vierten Block kannst du dann danach einmal zuschlagen. Perfekt, zweite Runde. Wir haben insgesamt 4 Runden. Wir haben jetzt die Hälfte schon geschafft. Muss einmal gucken, die ist rechts. Okay, perfekt. Ja, zwischen den einzelnen Stationen, wo sie hier hin und her springt, schleudert sie dann immer noch so Energiesachen. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Perfekt. Läuft ganz gut bisher. Hier rüber. Zack. Ah, fuck. Das war hier einmal dieser Energiestoß. Das hast du gesehen, wieder 1, 2, 3 Mal. Kurze Pause und danach wieder einmal auf sie drauf geschnetzelt. Und immer hier mit dem Rücken am besten hinten ans Geländer. Zack. Auch wunderbar. Rüber. Weil wenn das mal nicht vom Timing her passen sollte, dass du ihren Angriff blockst, dann ist es so, dann stößt sie dich nämlich ein Stück weit nach hinten und dadurch hast du nachher das Problem. Zack, das war knapp. Das hast du gesehen, da stößt sie dich nämlich so nach hinten so leicht. Jawohl, läuft. Hier ist es jetzt auch nicht so wichtig, du musst nicht unbedingt hier wirklich mit 0 Toten durchkommen. Nimm dir da ruhig die Zeit, die du brauchst, um die Muster von ihr zu erkennen, um das vom Timing her ein bisschen zu üben. Und dann wird es auf jeden Fall mit der Zeit auch ganz easy bei dir klappen. Jetzt sind wir hier im finalen Kampf. Komm schon! Jawoll! Wenn du sie besiegst, gibt es einen geilen Finisher und du kriegst dafür auch noch eine Trophäe zurück in die Hölle. Perfekt. Ja, herzlichen Glückwunsch! Genau, jetzt müssen wir nochmal scannen. Und dann kommen wir nochmal ganz kurz in Cyber Void. Aber an sich finde ich, ist ein cooler Gegner. Wie gesagt, du musst halt diese Muster nur erkennen. Genau, hier kriegen wir jetzt einmal Oge als neuen Move. Rüberspringen. Considering you've been on the receiving end. Ja, einmal. Also nur zielen, zack, perfekt, wunderbar. Turujiad weapon, more swords. They are the pinnacle of engineering. Instruments fine-tuned to the Ghost Runner system. Ja, wir haben hier keine Beschleunigung. Ich probiere es trotzdem immer wieder. Oh. Einmal visieren. Ah, fuck, der war daneben. Nochmal. Jo, perfekt, hat geklappt. Sehr gut. Wir brauchen hier hinten nämlich die letzten Blöcke auf. Einfach hier rüber. Und dann hast du das Level auch gepackt. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Wir sind jetzt hier einmal durch, also zumindest durch den Cyber Void Part noch. Das kann manchmal tricky sein an der einen Stelle, wenn es daran ist, quasi diese drei Typen, die da oben auf den Teilen stehen, zu schlagen. Wir kriegen jetzt hier natürlich auch nochmal Verbesserungen. Diego, Saul, Elena. Neue Module. Yes. Und ein Schwert, ganz wichtig. Das kriegst du aber vollautomatisch, ist aber auch eins der Collectibles. Und jetzt rushen wir hier ein bisschen vor. Versuchen ein bisschen mit den Moves zu arbeiten. Jawoll. Perfect. Okay. Jo, das Level haben wir gepackt. Eigentlich eine gute Zeit. 3 Minuten 14, einmal gestorben. Jo, absolut coole Nummer. Dann gehen wir ab ins nächste Level. Und da sind wir in der verbotenen Zone angekommen, so heißt das Level. Und hier gibt es drei Artefakte, eine Tonaufnahme und ein Schwert einzusammeln.
Und ich werde natürlich auch hier wieder, beziehungsweise für die komplette Folge, unten in der Videobeschreibung die Timelinks einstellen. So kannst du an die ein oder andere Stelle im Video springen, wo du sagst, hey, da fehlt mir vielleicht noch was. Und genauso werde ich es natürlich auch mit den Trophäen machen, die wir einsammeln. Die werde ich dir natürlich auch unten verlinken. Dann machen wir erstmal hier den Typen kaputt, beziehungsweise diese Selbstschussanlage. Wir müssen einmal hier hoch. Und hier gibt es nämlich das erste Sammelobjekt, das ist in dem Fall die Tonaufnahme. So, jetzt müssen wir einmal hier lang, warten aber hier kurz, weil auch hier oben steht nämlich so eine Selbstschussanlage. Ich habe keinen Bock, hier in so einen Strahl reinzukommen. Weil wenn du nämlich da reinkommst, bist du nämlich instant tot. Genauso hier oben steht auch wieder so ein Teil. Da warten wir einfach einen Moment. Ich weiß gar nicht, ob man vielleicht sogar hier rechts lang laufen könnte. Ich hab's noch nie ausprobiert. Aber wir machen es einfach mal hier den normalen Weg. Oh, das war knapp. Kann man natürlich auch schnell an so einer Line hier einfach mal vorbeispringen. So, und hier warten wir einen kurzen Moment und gehen aber jetzt einmal hier diesen Weg. Und zwar ist das nämlich ein ganz Speedrunner. Trick. Und dann bist du einmal komplett um, ja, im Prinzip den Gefahrenbereich rum und konntest so einmal die Typen umgehen. Ich finde es eigentlich ganz cool an der Stelle. Sliden wir hier. Den Blatt. Oh, fuck. Das sollte so nicht sein. Aber gut. Das ist halt auch ziemlich eng hier, ne? Also, ich weiß nicht, wie dir das dann geht bei der einen oder anderen Stelle im Game. Ich finde halt gerade die Passagen, wo es hier halt so richtig eng wird, die sind halt schon teilweise echt assi. Mal gucken, hier steht noch eine. Und hier oben gibt es das nächste Sammelobjekt. Perfekt. Haben wir? Müssen wir da aufpassen? Hier gibt es noch einen Dude. Den haben wir auch geschnetzelt. Right now you're traversing the exclusion zone. No civilians are allowed beyond here. So, einmal hier lang. There are only rumors about the Keymaster's vast laboratory. I've heard she does some terrifying experiments. Ja, wir müssen natürlich irgendwie den Schwierigkeitsgrad vom Game erhöhen, von Level zu Level. Das bedeutet, wenn es halt entweder neue Gegnertypen gibt, oder aber man nimmt halt einfach mehr Gegner oder macht den Raum, dem eine zur Verfügung steht, hier zum Ausweichen, halt so eng, dass es halt fast nicht mehr klappt, ne? So, jetzt einmal hier hoch. Ist auch wieder Sammelobjekt, eine Brille. Das ist Artefakt Nummer 2 von hier in dem Level. So, und hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Hier gibt es zwei Springer. Versuchen den mal so aus dem Weg zu gehen. Okay, und wir müssen aufpassen, die können uns sogar einmal nach hier oben folgen. Hast du ein Problem? Geh weiter. Boah, fuck. Noch ein Problem. Besser ist es. Fuck. So, komm weiter. Ich hab da keinen Bock drauf, hier mit den Arschlöchern rumzureden. Hier nämlich eigentlich eine Spezialattacke aktivieren. Okay, jetzt zweimal an derselben Stelle draufgegangen. Ja, okay. Aber alles noch easy, alles noch peasy. Und der hat uns überhaupt nicht mitgekriegt hier, der Typ. Auch nicht schlecht. Und hier können wir einmal runter. Hier gibt es nämlich auch das nächste Sammelobjekt. Artefakt Nummer 3. So, einmal hier rüber. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Springer, die wir gerade eben nämlich ausgelassen haben, die gibt es hier noch. Und die machen uns das Leben natürlich auch weiterhin schwer. Aber läuft alles. Ja, wenn wir jetzt hier nicht an der Stelle zweimal draufgegangen wären, dann wäre es echt richtig geil hier, wären wir richtig gut durchgekommen. So, einmal hier hoch. Da unten die Typen, die tanzen noch Tango. Und hier einmal schauen. Den gehen wir einfach aus dem Weg. So, einmal hier rüber. Zack. Wie gesagt, das kannst du halt auch machen. Du musst nicht immer allen Gegnern wirklich die Stirn bieten. Wow, das war knapp. Einmal hier durch. Kurz warten. Perfekt. Läuft. Läuft. So, hier aufpassen. Einmal so rum. Dann einmal hier vor. Jetzt den schnetzeln. Hier unten einmal schauen. Hier gibt es noch ein Sammelobjekt.
ist das Schwert. Damit dürften wir auch für diese Folge alles eingesammelt haben. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Gehen einmal hier hoch. So, hier gibt es zweimal die Wächter. Einmal. Zweimal. So, und jetzt springen wir hier runter. Machen hier einmal diesen Energieball noch platt. Und jetzt ist es gut, dass wir uns einmal hier diese Spezialfähigkeit noch aufgehoben haben. Weil wir müssen jetzt hier nämlich drei von diesen Schildertypen auf einmal platt machen. Und das ist schon relativ tricky. Muss ich echt sagen. Aber hat gepasst. Läuft. Wir sind aber in dem Areal noch nicht fertig. Wir müssen jetzt noch einmal hier hin. Fuck. Diese Standardpenner haben uns jetzt tatsächlich noch gekillt. Aber dann zeigen wir es einfach nochmal, wie es hier geht. Das ist halt jetzt hier kein Zufall, sondern das ist halt der Weg, den ich halt irgendwann mal für mich festgestellt habe, dass der am besten funktioniert. Kann es sein, dass wir die Energiefeldboje nicht platt gemacht haben und die deshalb jetzt... Ja. Hier einmal wegducken. Hier hoch. Hier hinter den. Wow. Es ist trotzdem immer wieder ein ordentlicher Adrenalinkick bei der ganzen Nummer. Schauen wir mal. Fuck, jetzt haben wir. Wir haben unseren Stern verloren. Weil wir quasi einmal dieses Sprungfeature da benutzt haben. So, ihr Penner. Oh, da ist noch der letzte Schuss von dem Typen unterwegs. Hier müssen wir einmal gucken. The oldest part of Dharma Tower. The oldest part. This had been my seat of power long before the burst. Okay. Up until I was betrayed. Mal hier hoch. It's time to reclaim this place. Or what's left of it. Zackedi zack. Den noch. I received a distress signal. Und läuft bei uns. I have to check it out. Einmal hier hoch. It's a trap. Und hier gibt es jetzt kein Sammelobjekt mehr, meine ich. Nein, wir haben alles mitgenommen. Passen. Ja, komm. Oh, fuck. Einmal runtergefallen. Ja, das kann halt an der einen oder anderen Stelle passieren. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, hier an der Stelle passiert mir das auch relativ häufig. Don't know why. Ist man dann schon relativ unkonzentriert auch immer. Das kann natürlich auch passieren. Aber alles noch im Rahmen. But if we fail, nobody will. Even if we remove Mara, the tower will still be really. Und da haben wir das Level gepackt. Wunderbar. Jo, ich bin ganz zufrieden mit unserem Progress an der Stelle. Läuft soweit. Alle Sammelobjekte mitgenommen, 5-mal gestorben, 8 Minuten gebraucht. Jo, und damit gehen wir ab ins nächste Level. Im Level Herrscher in der Hölle, da gibt es drei Artefakte, eine Tonaufnahme und zwei Schwerter. Und eines der neuen Schwerter, das gibt es jetzt hier direkt am Anfang. Und zwar musst du dafür einmal hier gleich nach rechts, wo einmal dieses Vieh jetzt gerade hin ist. Machst hier einmal das Tor auf und dann befindet sich hier normalerweise einmal das Sammelobjekt und das Schwert. Ich habe uns jetzt mal mit einem anderen Schwert auch schon ausgestattet, weil ich gedacht habe, ist vielleicht ganz cool an der Stelle. Müssen wir einmal gucken, jetzt müssen wir hier rüber. Hier lang. Jetzt bauen wir hier einmal den Stern. Oh, das war knapp. Komm. Boi, das war arschknapp, würde ich behaupten. Wir halten immer noch den Ninja-Stern, scheint ein Bug zu sein, weil wir haben ja tatsächlich keinen mehr. Wir haben auch irgendwie das Schwert gerade schon. Okay. Dann warten wir es mal ab. Gucken, was passiert. Wahrscheinlich haben wir jetzt die ganze Folge über einmal den Stern in der Hand. Cooler Bug an der Stelle.
Ich bin gespannt. Ich hoffe, das wird jetzt nicht negativ auf unser Kampfverhalten hier auswirken. So, jetzt müssen wir einmal hier runter. Und zwar so. Und haben hier das nächste Sammelobjekt. Ist natürlich die Frage, wie kommen wir hier wieder hoch, ne? Wir probieren es mal so. Oh, perfekt, passt. Hat gebascht. Einmal hier hoch. Rechts können wir nicht. Hier lang. So, hier kriegen wir so ein paar neue Dudes präsentiert. Hinter uns ist noch eine. Aber den hat's geploppt. Der ist explodiert. Und weil es natürlich nicht langweilig sein soll oder werden soll, kommen wir jetzt gleich hier viermal von den Typen. Ah, fuck. Das Ding ist halt, wenn du bei denen in die Nähe kommst, dann explodieren die und können dich halt mitnehmen. Normalerweise. Oh fuck, die anderen stehen noch da drin. Okay. Passt. Das hat gebascht und hier müssen wir einmal hier runter. Und kriegen hier das zweite Schwert. Einmal rüber mit uns. Kommen natürlich jetzt immer mehr von den Typen. Und die machen uns wirklich das Leben schwer. Hier jetzt müssen wir wieder zurück. Hier gibt es das nächste Sammelobjekt. Sieht aus wie ein Laptop oder so. Perfekt. Einmal hier hoch. Links. Und weiter. Immer weiter rushen. Hier ist wirklich, hier zählt nur Geschwindigkeit in den Abschnitten. Wir müssen gucken, dass wir hier durchkommen. Auch das haben wir gut hinter uns gebracht. So, jetzt hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Und einmal umdrehen. Weil da kommen nämlich ein paar von diesen komischen Grabbler-Viechern. Einmal hier hin. Wow, zack, und schon haben wir wieder unser Schwert in der Hand. Start. Interessant. Geht zum Herrn. Jetzt muss ich überlegen. Und nämlich auch gleich nochmal ein paar von den. Diesen Krabblern. Wir hören schon den einen. Ah, fuck. Okay, nochmal. Den wieder. Okay, den haben wir. Das Problem ist halt, wir haben nichts von unserer Spezialfähigkeit aufgeladen gehabt. Aber jetzt läuft's. Perfekt. So, hier sind ist wieder einer. Da oben sind zwei. So. Hier einmal durchrutschen und da hoch. Huch. Okay. Jetzt müssen wir mal hier schauen. Da unten warten nämlich schon welche. Du siehst es vielleicht. Auch rechts kommen gleich welche. Aber da unten ist auch ein Sammelobjekt versteckt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einmal schauen, dass wir hier irgendwie durchkommen. Zack. Hier haben wir so platt gemacht. Perfekt. Und da haben wir ein weiteres Sammelobjekt. Ein Artefakt an der Stelle. Nice, läuft. Also bisher läuft's. Ist echt zufrieden. Der letzte Abschnitt hier im Cyber Void. Ich bin jetzt schon zweimal draufgegangen, aber ist nicht ganz so wild an der Stelle. Das passt noch. Hier müssen wir jetzt mal gucken. Hier geht's Skills wieder Pillen einzusammeln. The technique you'll learn here is beyond what regular ghost runners were ever capable of. Regular. We weren't equal. Equal? Yes. Identical? No. Some of you had unique abilities.
Okay, hier können wir wieder versuchen, ein bisschen mit diesem Special Move, Speedrunner Move, ein bisschen schneller durchzukommen. What about me? What about you? What were my No, what about me? You didn't have any. I'm afraid. Runter? Who would have thought you were the one destined to become so very special? Ich kenne den Weg jetzt nicht auswendig, welcher hier wirklich am schnellsten funktioniert. Aber wir gucken einfach mal. Ich glaube, hier 12 Pillen oder so müssen wir einsammeln. Das scheint noch richtig zu sein. Who were we? We've been through that already. Okay, you hier waren wir schon mal already. My elite. No. Before that, before the implants, there was no before. Hier waren wir. Okay, hier waren wir noch nicht. From a single cell up. You don't have implants. You are your implants. So. Und von 6 mal 3. Wir müssen durch die Tür 3. Das sehen wir hier an den Laternen. Und die 3 ist neben der 1. Okay. Hier und da war die 1. Okay, dann müssten wir jetzt eigentlich nur noch hier den Weg so folgen. 4, 1, genau. Und da hinten ist die 3. Und dann müssen wir jetzt hier genau die letzte Pille bekommen. Und sind einmal hier durch. Jo. Also wie gesagt, mit den Cyber Void Abschnitten. Bin ja mal gespannt. Also ich habe mitbekommen, dass 505 Games wohl jetzt die Rechte an Ghost Runner hat oder irgendwie was gekauft hat. Und da bin ich echt gespannt, ob das vielleicht für uns bedeutet, dass es einen zweiten Teil irgendwann gibt. Ich würde es begrüßen, also ich würde es richtig geil finden. Und ich hätte auch schon ein paar Ideen, was sie vielleicht auf jeden Fall verbessern könnten. Also beziehungsweise, ja, was ich mir wünschen würde, was vielleicht ein bisschen anders noch läuft. Also zum Beispiel jetzt hier dieses Cyber Void Abschnitt, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt. Die bräuchte ich halt jetzt nicht unbedingt. Won't Mara try to use this exploit? No, she won't. She doesn't even vielleicht know könnten sie da irgendwie ein paar andere Rätsel ironic. Oder so einbauen. Considering the way she defeated you, I guess we both kept our little secrets. Okay. Durch, genau. Haben wir die Pille. Jetzt sind wir das aber, glaube ich, ein bisschen falsch angegangen. Wir müssen jetzt ein paar Mal die gleichen Wege gehen. Ja, ist nicht ganz so wild. Wir müssen jetzt auf die 5, um an die Mitte zu kommen. Haben wir die 2? Ja, wir gucken mal. Da ist die 4. Hier. 3. Ich glaube, so müsste es passen jetzt. 3, die 5, perfekt. Die Pille. Dann müssen wir hier nur wieder zurück. Und dann sind wir auch am Ausgang. Bedeutet, wir haben dann auch den Part hier einmal hinter uns gebracht. Ja, genau. Da ist der Ausgang. The software update is complete. Und wir haben an der Stelle jetzt unser... Der Quatsch, es gibt noch einen Abschnitt, genau. Nämlich jetzt hier dieses Manipulationsding. Jo. Good. Auch wieder gezeigt, nice. Pick your target wisely. Wisely. Is going to be worth the effort. Im Prinzip scheißegal, welchen du jetzt hier auswählst. Es ist immer so, dass auf jeden Fall hier alle Bausteine, die du brauchst, um rüberzukommen, auftauchen. You're worse than Mara. Ach, das ist völlig egal. She sabotaged the Ghost Runners. Komm jetzt hier 4. You did it to everyone. Von denen Klötzchen. It's a tool. If you don't like it, don't use it. Boah, aber jetzt sind wir draußen. Yes, und wir haben noch eine Trophäe bekommen. Perfektion. Herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle. Und wir gucken mal, was wir jetzt noch als nächstes hinter uns bringen müssen. Wir haben jetzt noch ein paar Verbesserungen, aber ich würde sagen, das machen wir alles mal in der nächsten Folge. Mit den mit dem Ausstatten, mit dem 100% Ausstatten. Wir gucken jetzt einfach mal, dass wir hier diesen Abschnitt gut hinter uns bekommen. Die gibt es nämlich jetzt auch noch mal. Wow!
Fuck. Ich hatte so das Gefühl, da war sich jetzt aber der... das Game auch ein bisschen unsicher, ob sie uns wirklich hier jetzt mit dem... Wow. Nein, es ist gut, dass wir jetzt ein Slow-Mo haben. Das Problem ist aber... Oh, ficken 100. Okay. Nochmal hier hoch. Hier hinter. Hier rüber. Den schnetzeln. Den schnetzeln. So, den müssen wir auch auf jeden Fall einmal kaputt kriegen. Perfekt. Und in dem Moment explodieren auch diese anderen Dudes. Und das Areal ist einmal komplett gecleared. Yo. Und jetzt kommt hier nochmal ein interessanter Abschnitt. Hier empfehle ich dir, geh nach links. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt einigermaßen schnell durch. Also den Weg hier, den habe ich jetzt schon ein paar Mal probiert. Es ist, glaube ich, mit der sicherste. Den. So, und jetzt hast du gesehen, wir haben gerade eben diesen Energieball zerstört. Also sprich den Schild von dem einen hier unten. Wir gehen jetzt hier wieder zurück. Nehmen das und das. Optimale Verbesserung. Okay, noch eine Trophäe. Alter, hier regnet es ja heute Trophäen. So, einmal hier rein. Wow, Alter, das war knapp. Get him out of here. Get out. Nein! Ficken 100. Der letzte Dude. Okay. Machen es nochmal. Der letzte Penner mit der Pistole. Wir hätten vielleicht einfach hingehen sollen und hätten unsere Spezialfähigkeit dafür benutzen sollen. Eine von denen, die wir jetzt mittlerweile haben. Wären wir da auf jeden Fall besser durchgekommen. Rap. Alter, so ein Bullshit, echt. Hol ich mir jetzt auch den Big Stern nicht. Pam! What does it mean? It means she wants to turn everyone into abominations. Replace half their bodies with her insane tech. So, jetzt gibt's hier diese Beam Me Up Typen. Kriegen wir jetzt neu vorgestellt. Müssen wir mal gucken, das wird relativ. Alter! Kann ja nicht sein. Boah. Zack! She made my implants. It's not the same as the ghost. Feierabend. Why not? She was working with me. Alles noch im Rahmen. 7 Mal bisher draufgegangen. Ist schon relativ gut für uns. Also vom Ergebnis, das passt schon. Okay. Ja, dass wir jetzt hier aber ständig drauf gehen, ist natürlich schon belastend. Boah, Alter. Vor allem, wie krass die jetzt auch hier auftreten, ne? Die Gegner. Man merkt halt, boah. Man merkt halt wirklich, es ist halt jetzt auch schon mit eines der höheren Level. Und wir kommen so langsam, aber sicher auch dem Spielende entgegen. Cool wäre es halt gewesen, wenn wir uns jetzt hier bis hierhin natürlich einmal diese Manipulationsgeschichte vielleicht aufgehoben hätten. Ach, Ficken 100. Okay, ging nochmal in die andere Richtung.
Ja, so kann es manchmal laufen. Alter. Wir warten jetzt hier. Beziehungsweise wir lassen es noch einmal drauf gehen. So. Und jetzt nehmen wir einmal den hier. Soll der sich mit den Pennern hier auseinandersetzen. Wir kriegen dafür noch eine Trophäe. Ja, dann hat sich wenigstens das häufige Sterben an der Stelle gelohnt. So, okay. Perfekt. So, okay. Ich hab gerade nochmal geschaut, dass wir jetzt auf keinen Fall noch das letzte Sammelobjekt vergessen. Wir müssen einmal hier runterspringen. Und hier hinten gibt's nämlich das letzte Sammelobjekt in der Folge. Das ist das Audiolog. Und dann, denke ich, sind wir soweit auch fast durch. Kommen jetzt nochmal so ein paar Gegner. Alles easy. Denke ich mal. Gucken, wie wir jetzt einmal hier durchkommen. Perfekt. Den haben wir in der Luft geschnetzelt. Das war richtig geil. Den schnetzeln wir einmal so. Müssen wir nur gucken, dass uns hier der... der Samurai-Typ nicht in den Rücken fällt. Den kriegen wir auch. Alter! Okay, was vorhin nicht so gut lief, läuft jetzt hier natürlich in dem Abschnitt umso geiler. So, komm. Wap! Wunderbar. Und damit sind wir auch durch für das Level und durch mit der Folge. Wir haben einen Haufen Trophäen. Wir haben eine ganze Menge an Sammelobjekten bekommen. Haben jetzt hier relativ lang gebraucht in der Folge und sind 14 Mal gestorben. Passt aber alles noch. Ich denke, wir sind trotzdem noch gut unterwegs. Und ich freue mich schon darauf, wenn du auch wieder in der nächsten Folge mit dabei bist. Hau rein, mach's gut.